Unser Kollege Dr. Robert Habeck hat jetzt das Wort für die Gruppe Behrens und andere. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich rede also für die allgemeine Impfpflicht mit 18 und ich will das auch gleich begründen. Zuvor würde ich gerne eine Anmerkung machen, dass wir hier diskutieren und dass wir uns für den Weg entschieden haben, den Weg der Gruppenanträge zu gehen, entbindet uns natürlich nicht von der Pflicht, eine Lösung zu finden. Am Ende wäre das Schlimmste, wenn es keine Lösung geben würde. Ja, es ist eine moralisch komplexe Abwägung, die wir jetzt alle vornehmen müssen. Aber ich will ausdrücklich sagen, die individuelle Gewissensentscheidung kann nicht dazu führen, dass wir der Verantwortung zum Wohle der Menschen in diesem Lande am Ende nicht gerecht werden. Es wurde sich eben kurz darüber ausgetauscht, ob man hätte eine Debatte zur Ukraine oder nicht führen können. Hätte man diese Debatte geführt, hätte man überhaupt Debatten über Krisen geführt, gäbe es einen Übergang zu dieser Debatte. Nämlich die Frage, und das ist die Frage, die beantwortet werden muss, tun wir alles, um Vorsorge zu treffen? Die Vorsorgefrage ist die Frage, wie wir mit den Krisen umgehen. Und Vorsorge bedeutet Denken in Eventualitäten. Was kann alles noch passieren? Diese Frage, nicht der Status quo, nicht die Omikron-Variante steht im Mittelpunkt der Debatte, sondern tun wir alles dafür, dieses Land und ihre Menschen zu schützen vor wieder großen Freiheitseinschränkungen. Und wenn man das sich klar macht, worum es eigentlich geht, dann muss man feststellen, erstens, das Virus ist tückischer, fieser und mutantenreicher, als wir es uns vor 2 oder 3 Jahren überhaupt haben träumen lassen. Zweitens, Menschen sind aus guten oder schlechten Gründen widerwilliger, sich zu schützen vor diesem Virus. Und damit kriegen wir nicht den Grundschutz in der Gesellschaft. Viertens, die Freiheitsabwägung bzw. die Freiheitsinterpretation der wenigen darf nicht zur permanenten Freiheitseinschränkung der vielen führen. Das kann nicht der Deal sein. Wir stimmen also bei der Frage darüber ab, ob wir am Ende wieder in ein Regime einkehren wollen, das das kulturelle Leben zum Alarm bringt, das Kinder und Menschen, die es nicht zu dicke haben, in die Isolation zwingt, das wieder massive Freiheitseinbußen und Untersagung des öffentlichen Lebens bzw. des wirtschaftlichen Lebens einkehrt. Das müssen wir doch mal durchbrechen. Das müssen wir doch verhindern. Darum geht es doch im Kern. Ich würde gerne an dieser Stelle sagen, wir haben es satt. Die Menschen in diesem Land haben es satt. Bringen wir diese Pandemie endlich hinter uns. Erledigen wir das Virus und kehren wir dann zur Freiheit zurück. Ja, es wäre besser gewesen, Menschen hätten sich freiwillig in großer Zahl impfen lassen. Das wäre natürlich die bessere Lösung gewesen. Aber dass sie es nicht getan haben, entbindet dieses Haus und uns alle nicht von der Verantwortung dafür zu sorgen, dass wir wieder ein freies Leben in Deutschland führen können und nicht unter den Einschränkungen leben. Deswegen stimmen Sie für einen Antrag, der die Herdenimmunität in Deutschland hochhält, sodass wir wieder das Virus besiegen können. Dankeschön.